Grüß Gott, liebe Schwestern und Brüder. Am heutigen Sonntag haben wir im Evangelium die wunderbare Geschichte von der Hochzeit von Kana gehört, wo Sie sicherlich wissen, das Brautpaar wollte feiern und mittendrin ist spürbar geworden, dass zu wenig Wein da ist. Und auf Bitten Mariens verwandelt Jesus 6 steinerne Wasserkrüge von je 100 Litern in Wein, sodass die Menschen weiter feiern können. Jesus will uns damit zeigen, dass er die Freude des Menschen will. Dass er will, dass wir Menschen in seiner Gemeinschaft Liebe, Freude, Frieden erleben. Großartig, dieses Erlebnis, diese Freude bei Jesus zu finden. Ich habe heute unser Nagelkreuz von Coventry von neuem zum Gottesdienst hergeholt. Es ist ein Zeichen der Versöhnung, ein Symbol des Friedens. Es ist entstanden 1943 in der Kathedrale von Coventry, nachdem diese Kirche durch Bomben zerstört worden ist. Der damalige Pfarrer hat aus den Nägeln, die im Schutt gefunden worden sind, ein Kreuz geformt und uns damit gezeigt, dass das Böse verwandelt werden kann zum Guten. So ist dieses Kreuz hier gestaltet, aus 3 Nägeln, ein Kreuz, ein Symbol der Versöhnung, das uns hilft zu verstehen, was Gott uns schenken möchte. Ich wünsche Ihnen, immer dann, wenn Sie glauben, etwas scheitert, etwas ist zu wenig, etwas geht nicht so, wie Sie sich's erwarten und wünschen, es Gott hinzubringen. Gott möge auch in unserem Leben immer das Wasser der Trübsal verwandeln in den Wein seiner Freude. Das Nagelkreuz erinnert uns daran. Aus der Zerstörung kann neues Leben werden. Aus dem Tod die Freude, mit Gott verbunden zu sein. Ich wünsche Ihnen in Ihrer Kirche die Veränderung des Bösen zum Guten, den Frieden, den das Nagelkreuz uns ausdrücken möchte. Auf Wiedersehen und alles Gute aus der Nagelkreuzgemeinde im Neukloster.